inshallah. Das eigentliche Thema, worüber ich reden will, ist nämlich das Thema Ramadan. Und wer dieses Thema richtig verstanden hat und einmal es richtig praktiziert hat und weiß, warum er fastet, warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat gesegnet hat und er praktiziert das so, wie es zu praktizieren ist, dann wird es das Leben eines Menschen verändern, inshallah. Ich hoffe, dass ich mir, wie gesagt, Allah die Möglichkeit gibt, diese Worte richtig rüberzubringen. Alhamdulillah. Alhamdulillah erstmal, dass wir es inshallah, möge Allah uns erstmal die Möglichkeit geben, den nächsten Ramadan zu erreichen. Denn die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ridwanullahi alaihim, möge Allahs Wohlgefallen mit ihnen sein, die haben immer nach einem Ramadan ein halbes Jahr Dua gemacht, Bittgebet gemacht, dass Allah ihren Ramadan akzeptiert. Und danach haben sie, wenn das halbe Jahr vorbei war, ein halbes Jahr Dua gemacht, dass sie den nächsten Ramadan erreichen. Deswegen möge uns Allah diesen Ramadan erreichen lassen. Das ist die beste Möglichkeit, sich das Paradies, inshallah, zu sichern. Als allererstes müssen wir uns in Erinnerung rufen, das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wozu es in, worum es in diesem Leben geht. Denn das ist vielleicht unser größtes Problem. Aisha radiallahu anha hat gesagt, wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt wurde, gewesen, du sollst keinen Zina machen, die Leute hätten weiter Zina gemacht. Und wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt wurde, gewesen, ihr sollt keinen Alkohol trinken, die hätten weiter Alkohol getrunken. Aber was war das Erste, was vom Koran herabgesandt wurde? Dhikrul mawti wa qiyamah. Dass die Ermahnung vom Tod und von der Auferstehung. Was wird passieren? Was wird geschehen? Wo wirst du hingehen? Subhanallah. Was siehst du im Koran? Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Was ist das Ergebnis davon? Was wird passieren? Was ist, wenn du Allah dienst? Wenn du Allah dienst, achi, du bist auf der richtigen Seite. Alhamdulillah. Möge Allah uns zu den aufrichtigen Diener von ihnen machen. Amin. Aber es wird ein Tag kommen, Brüder, Schwestern, alle, die hier sitzen, es wird ein Tag kommen, mit ganz großer Gewissheit, wo jeder, der hier sitzt, sterben wird. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod schmecken. Jetzt frage ich dich, wo wirst du an diesem Tag sein? Wo wirst du an diesem Tag sein? Wenn dich der Engel abruft. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Und wenn die Trunkenheit des Todes kommt, dies ist, wovor du dich immer hüten wolltest, die Sache, der du entkommen wolltest. وَنُفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Und wenn in das Horn geblasen wird, dies ist der angedrohte Tag. Was wird passieren? وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Und jede Seele wird mit jemandem kommen, der sie antreibt und mit einem Zeugen. Was wird passieren? Die Trunkenheit des Todes kommt. Das ich? Ich bin dran jetzt, heute ich? Du hast doch gehört. Haji Muhammad ist gestorben, Assi Yusuf ist gestorben und der ist gestorben, Fatima ist gestorben, meine Oma ist gestorben. Aber eines Tages wird es heißen, weißt du, wer gestorben ist? Der Ibrahim ist gestorben, Salahuddin ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. لَقَدَ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Du warst unachtsam dieser Sache gegenüber. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاكَ. Und heute haben wir die Hülle von deinen Augen weggenommen. Die Hülle ist weg. Wie? Du bist wirklich dran. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Und heute ist dein Blick scharf. Was ist los? Bin ich dran? Bin ich dran? Alhamdulillah. Alhamdulillah für einige Leute,
Nur dies wird der Tag sein, an dem getrennt wird. Wo wirst du hingehen? Was wird in diesem Moment passieren? Weil bevor ich über Ramadan rede, müssen wir erstmal wirklich verstehen, worum es in diesem Leben geht. Was wird in diesem Moment passieren? Achi, wer ein gutes Leben geführt hat, was wird er sehen? Er wird Engel sehen in einer Augenweite mit strahlenden Gesichtern. Mit strahlenden Gesichtern. Weißt du, was das bedeutet? Wie wirst du dich fühlen, wenn du die Engel mit strahlenden Gesichtern siehst? Das bedeutet, Alhamdulillah, du hast es gepackt. Keine, nicht wie in der Schule, vorbei. Du hast eine gute Arbeit geschrieben, ja, nächste Arbeit. Aber hier, Alhamdulillah, das ist das beste Zeichen. Aber was ist mit demjenigen, wo sich Engel in einer Augenweite niederlassen? Mit finsteren Gesichtern. Was ist für den? Was wird er sagen? Und der Todesengel kommt und reißt seine Seele raus. Wie so ein Draht, der durch diese Baumwolle geht. Was wird er sagen? Was ist dann? Das gibt es nicht mehr. In diesem Leben gibt es immer, ja okay, ich bin verheiratet, scheiden gelassen, nächste Heirat, neue Frau. Arbeit verloren, nächste Arbeit. Schule rausgeschmissen worden, nächste Schule. Knast reingekommen, kommt man irgendwann wieder raus. In den meisten Fällen. Aber wenn nicht ganz so viel Skat spielen, hoffentlich nicht um Geld, ich meine nur, also nicht, dass jetzt jemand denkt, man kann im Islam Skat spielen, ich meine nur als Beispiel. Gibt immer eine neue Chance! Gibt immer eine neue Chance, aber an dem Tag ist vorbei. Dann wird der, was wird der Mujrim sagen? Oh Allah, noch einmal. Lass mich doch noch einmal auf diese Welt. Einmal. Lass mich doch noch einmal zurück. Ich werde alles anders machen. Was wird dir gesagt werden? Kadhabt, du hast gelogen. Hattest du nicht 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre? La ilaha illallah. Hattest du nicht 100 Jahre? Und jetzt willst du erzählen, wenn du zurückkehrst, musst du es anders machen. Wie oft sind die Leute zu dir gekommen? Wie oft hat man zu dir gesagt, bete? Wie oft hat man zu dir gesagt, setze dich für die Religion? Wie oft hat man zu dir gesagt, faste? Wie oft hat man zu dir gesagt, mach kein Sina? Wie oft, Achi? Wie oft? Heute willst du sagen, noch einmal? Du hattest 1000 Möglichkeiten gehabt. 10.000 Möglichkeiten gehabt. Heute sagst du noch einmal? Achi, utrulu fi silmi kafa. Trete in den Islam komplett ein. Nehme diese Botschaft komplett. Steh komplett voll dahinter. Bruder, weil unser Problem ist von vielen, Achi, viele von uns, die hier sitzen, glaub es mir, Islam ist Angewohnheit geworden. Frag dich selber, hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu. Rechne mit dir selber ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Was machst du vom Islam, was gegen deine Gelüste ist? Frag dich selber. Frag dich selber. Ramadan gehst du zur Moschee, alhamdulillah, da gibt es auch schön was zu essen. Triff mal auch die Freunde, kann man reden. Haus, Allah sagt im Koran, wer mit Zinsen baut, Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Hast du ein Haus gebaut mit Zinsen? Alhamdulillah, siehst du, das ist das Ergebnis. Wo stehst du voll hinter der Religion? Wie viel Euro hast du ausgegeben? Hast du 1 Euro ausgegeben, damit dein Nachbar Muslim wird? Ach, hier ist was verkehrt. Deswegen der Satan, der versucht uns zu täuschen. Der Satan versucht dir zu sagen, hey, du bist Muslim, mashallah, du schaffst das schon. Du packst das schon, Achi. Du bist schon auf der richtigen Seite. Guck mal, du betest, der da hinten, der betet gar nicht. Du fastest, der eine fastet gar nicht. Guck mal, der da hinten, der nimmt Drogen, der hat jede Woche eine andere Freundin und hier vorne auf der Straße da am Probsthof, da hängt er immer rum. Ja, Achi. Da, du darfst nicht diese Leute angucken. Warum? Weil der Satan, der wird noch im letzten Moment kommen und wird zu dir sagen, hey, bist du dir ganz sicher, dass der Islam der richtige Weg war? Bist du dir auch ganz sicher? Christentum ist richtig. Judentum ist richtig, wird er zu dir sagen. Nehme über die Jude. Werde Christ. Was hast du dann zu bringen von Kraft, um dem Satan zu widerstehen? يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
bilkauli thabiti fi hayati dunya wal akhirah. Allah festigt diejenigen, die glauben, im Diesseits und im Jenseits. Was ist das feste Wort? Mit dem festen Wort festigt, das ist La ilaha illallah. Aber wenn du jetzt nicht voll dahinter stehst, wie willst du an diesem Tag voll dahinter stehen, wenn du kurz vorm Verscheiden bist? Deswegen, das sollte sich jeder bewusst machen, weil viele Leute von uns leben in einer Illusion. Sie sagen, ich habe eine Moschee gebaut, Alhamdulillah, jetzt geht's weiter. Ich habe das und das gemacht, ich komme schon ins Paradies. Achi, wenn wir uns vergleichen mit den Sahabern, Achi, wenn wir uns vergleichen mit den Sahabern, Achi, die haben Angst gehabt, in die Hölle zu kommen, und die haben ihr ganzes Leben geopfert. Die haben gesagt, wenn ich, Subhanallah, wenn ich mit einem Fuß im Paradies stehe, ich bin mir sicher, bis der zweite auch im Paradies ist. Aber bei uns, wir sind alle schon im Paradies. Wir haben es alle schon gepackt. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Mein Nachbar, der ist in der Spielhalle, trinkt Alkohol, schlägt seine Frau platt. Kein Problem, ich bin schon besser. Alhamdulillah, schau nicht auf diese Leute. Schau erstmal auf dich selber. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir unsere Situation hier in Deutschland sehen, dann muss man weinen nachher. Da muss man wirklich weinen. Und wenn ich dann sehe, wie leider viele Brüder in der Illusion leben, dass er so viel gemacht wird. Was wird gemacht, Achi? Was wird gemacht? Achi, wir haben in ganz Deutschland keine einzige islamische Schule. 40 Jahre Muslim in Deutschland. Wenn du nach England gehst, überall. Wenn du in den USA gehst, überall islamische Schulen. Wenn du nach Kanada gehst. Wir haben in Deutschland... In Berlin haben wir mehr jüdische Kindergärten als in ganz Deutschland islamische Kindergärten. Wie kommt das auf? Das heißt, man braucht sich nicht einzubilden, es ist was passiert. Und man muss nicht sauer sein auf mich, man muss sauer sein auf sich selber. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah, die Zeit ist noch nicht vorbei, Achi, du lebst noch. Ich sage das nicht, um dich fertig zu machen. Ich sage dir das, um etwas an dir selber zu verändern. Warum? Weil der Tag wird kommen, Achi. Der Tag wird kommen, wo die Hölle herangetragen wird. Zakadu tamayyazu min al-ghayz. Fast bersten vor Wut. Und die wird voll werden. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Am Tag, wo wir zu der Hölle sagen, bist du schon voll? Sie sagt, gibt es noch mehr? Mehr, mehr, mehr! Deswegen, das sollte sich keiner sollte sich einreden. Es ist wirklich, er hat alles geschafft. Jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, wir wollen ins Paradies kommen und wir wollen 100% hinter unserer Religion stehen und wir sehen das Ergebnis draußen. Subhanallah, vor ein paar Tagen hat mich jemand angerufen, ein alter Freund, mit dem ich zusammen geboxt habe früher, in Berlin. Nach 8 Jahren ruft er mich an. Der hat irgendwie meine Nummer rausbekommen, ja, also über die Internetseite. Der hat bei YouTube irgendwie was eingegeben. Da ist er auf die Internetseite gekommen, hat mich angerufen. Wisst ihr, was der mir erzählt hat? Der ist kein Muslim. Der hat gesagt, ja, für mich ist das alles so, so unglaubwürdig, wenn ich sehe, ja, dass der Typ, mit dem ich gestern noch, der schlimmer ist als ich, der jede Woche eine andere Freundin hat, ich habe eine Frau, mit der bin ich seit Jahren verheiratet, der ist schlimmer als ich, der hat immer eine andere Freundin, schlägt seine Freundin auf der Tanzfläche und lässt volles Programm auf gut Deutsch die Sau raus und erzählt mir auf einmal, ey, du bist voll der Ungläubige und du dies und das. Das ist doch unglaubwürdig, was will der mir erzählen? Und das ist unser Ergebnis. Erzähl mal draußen einem, ja, wir Muslime, wir sind die, die ins Paradies kommen. Was? Ach, ich bin gerade an der Tankstelle, gerade im Moment, ich bin gerade an der Tankstelle, da geht hier eine Frau lang, ja? Und vor mir im Auto sitzen, ich denke, das waren welche aus einem bestimmten islamischen Land, ist egal, ja? Wollen wir jetzt nicht nennen, ja? Und hier geht die Frau und ich gucke in das Auto. Oh, so sitzt er da. Ja genau, Entschuldigung. Aber so sitzt er im Auto und ist sich bald den Hals am Verrenken. Ey, pervers. Pervers, also so hast du noch nie einen Deutschen eine Frau hinterher gucken sehen. Alle drei.
Ey, was ist das für ein Verhalten, Achi? Was ist das? Ist das Islam, Achi? Ist das Islam? Geh mal irgendwo raus. Ich frage dich ganz ehrlich, Achi, Party. Wir haben nichts damit zu tun, Alhamdulillah. Aber wo, mit wem kriegst du Schlägerei? Achi, wer macht Theater dort? Die Muslime. Achi, deswegen hier, das heißt, das was du, wenn der Islam dich nicht verbessert, von deinem Verhalten her, dann brauchst du dir gar nicht einzubilden, dass dein Gebet angenommen wurde. Glaub es mir. Inna salata tanna anil fahshai wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, was bringt uns zu diesen schlechten Taten? Das Herz ist verdreckt. Das Herz ist verschmutzt. Das Herz ist am Ende. Warum? Zu viele schlechte Taten. Rana la kulubi mekanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so viel geredet und gesagt, wie sich ein Hals verrenken und hin und her. Ja, wir haben so viel geredet. Jetzt ist die Frage, weil ich höre viele, die erzählen von den Problemen der Muslime. Ja, die Atombombe in Kaschmir und die Atombombe in Indien und die Atombombe in Pakistan. Ja? Wir müssen über Dinge reden, die wir selber ändern können. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Du beobachtest dich selber im Spiegel. Freundin, Spielhalle, Alkohol, Disco-Freak, das komplette Programm. Okay. Und ich frage dich, glaubst du an Allah? Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Glaubst du an den Propheten Muhammad? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ist Islam die Wahrheit? Ja. Glaubst du, dass wenn du so lebst, in die Hölle kommst? Ich glaube, Allah wird mir verzeihen. Alhamdulillah. Achi, okay, Allah vergibt alle Sünden. Allah vergibt alle Sünden. Aber außer Schirk natürlich, wenn mit Schirk stirbt, der wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit und Kuffer und Fahr. Aber jetzt ist die Frage, okay, was ich damit sagen will ist, du siehst das ein, dass du Fehler machst. Du siehst das ein, dass das, was du machst, dass dem, was der Islam lehrt, 165% widerspricht. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Aber was ist jetzt das Problem? Was ist das Problem? Was hindert dich daran, das zu tun, was richtig ist? Das ist die Frage. Weil es nützt nichts, wenn wir nur meckern. Es nützt jetzt darüber zu reden, wie kannst du dich verbessern? Und dazu müssen wir erstmal eine Sache ganz deutlich verstehen. Und ich hoffe, dass jeder genau zuhört. Wir müssen die Natur der Sünde richtig verstehen. Weil viele von uns denken, die Sünde wäre etwas, was geschrieben wird und dann gehst du mit 95 auf die Hatsch und dann werden die Sünden gelöscht. Achi, wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du es nicht schaffen, auf zur Hatsch zu fahren. Stimmt, die Hatsch löscht alle Sünden. Wie angenommen. Aber wenn du so lebst, wirst du dich vergiften. Wirst du dein Herz vergiften, denn jede Sünde wirkt auf dein Inneres, auf deine Seele, auf dein Herz wie Gift. Und wenn du so machst, schau dir die Leute an. Schau die Leute an. Viele Leute habe ich gesehen, glaub es mir, in Mekka, die denken, sie kommen mit 65 zur Hatsch und die Hatsch wird angenommen und dann, Alhamdulillah, wird alles gelöscht. Die kommen an. Du siehst die Yom al-Arafa, siehst du da. Yom al-Arafa, wo die Engel herabkommen. Wo die Engel um die Menschen herum sind, wo der beste Tag ist, wo Allah herabkommt und sagt, hier, meine Diener sind zu mir gekommen mit Staub und die Haare durcheinander und gebe ihnen die Botschaft, dass ich ihnen vergeben habe. An diesem Tag sitzen die Leute dort, wo du sitzen sollst, wo du stehen sollst und bitten sollst und die Bitte angenommen wird und Allah nahe ist. An diesem Tag sitzen die Leute dort und sind am Spiegeln, ja, weißt du, reden wir ein bisschen zu Hause, wenn wir wieder zu Hause sind, haha, dann können wir jedem erzählen, ha, wir waren auf der Hatsch gewesen, mashallah, müssen wir noch ein paar Fotos, ich muss noch das und das kaufen, das und das kaufen. Manche Leute, die fahren zur Hatsch, ach, die fahren zur Hatsch, glaub es mir, die haben die ganze Hatsch nichts anderes zu tun, als ihren Einkaufszettel abzukaufen. Ich muss das für den kaufen, das für den und der braucht noch ein Geschenk und der braucht noch ein Geschenk und dann müssen wir noch ein Foto machen, zusammen mit meiner Frau, damit auch jeder weiß, wir waren auf der Hatsch, mashallah. Normalerweise sollte man die Taten geheim machen. Das zeigt, Achi, Allah hat dir gar nicht den Erfolg gegeben, weil du deine Einstellung schon falsch war. Subhanallah, ein Gelehrter des Islam, Sean Petty heißt er, mit seinem Sohn, waren die bei Arafah gewesen. Und der Sohn,
der wollte ihn einige Fiqh-Fragen stellen. Fiqh bedeutet, wie man fastet, wie man betet und so weiter. Er wollte ihn einige Fragen stellen. Und was sagte der Vater zu ihm? Jetzt im Gegensatz zu den Leuten, die da sitzen und am Qualmen sind, am Labern sind. Er meinte zu ihm, mein Sohn, heute ist nicht der Tag, um Fragen zu stellen. Und er sagt, der Sohn sagt, und in diesem Moment kamen die Tränen so von ihm runtergeflossen. Wie ein Wasserfall. Und nur noch am Weinen für seine Sünde. Das sind die Leute, die es verstanden haben. Aber so, du musst gar nicht denken, dass deine Sache akzeptiert wird, wenn du jetzt immer weitermachst. Natürlich, wenn man wirklich, und das ist vielleicht gerade das Gefährliche. Das Gefährliche ist vielleicht gerade, dass man denkt, ja, ich bin ein guter Muslim. Und ich gehe doch in die Moschee und gehe zu Yom Jumu und bete. Aber im Endeffekt ist das noch gefährlicher als derjenige, der wirklich auf dem falschen Weg ist und mit richtiger, reiner Absicht richtig zurückkehrt. Weil, Brüder, wir müssen auch gucken, dass unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi qawli wal amal. Jetzt, wie kannst du dich jetzt reinigen? Die Sünde ist also etwas, was dein Körper beeinflusst, was dein Herz beeinflusst. Das ist, was Allah sagt. Rana ala qulubi makanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sie wie Schmutz auf ihren Herzen festgesetzt. Und viele Jugendliche sagen heute, ja, ich fange an, wenn ich 40 bin. Erste Frage, wer hat dir garantiert, dass du 40 Jahre alt wirst? Wer? Vor einem Monat, vor zwei Monaten ist nur ein 19-Jähriger gestorben beim Autounfall. Wer hat jetzt gesagt, wir können alle heute sterben? Wer hat jetzt gesagt, das ist die erste Sache? Das heißt, was ist, wenn du das Ziel nicht erreichst? Dann zweite Sache, ist es nicht so, dass du Allah über alles lieben sollst? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese so lieben, wie man Allah lieben soll. Und was sagt Allah dann über die Gläubigen? Wer sind die Gläubigen? Wir sind doch die Gläubigen, oder? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind heftiger in ihrer Liebe zu Allah. Das heißt, wenn du Allah liebst, dann liebst du seine Religion. Also wie kannst du es nicht lieben und diesen Genuss nicht spüren, dass du sagst, ich bete. Und dass du froh darüber bist, dass du keine Freundin hast. Dass du froh darüber bist, dass du ein religiöses Leben führst. Alhamdulillah, du machst schlechte Sachen, weil du denkst, ach ja, die Leute beobachten dich. Die finden das cool, ey. Momo, weil er nennt sich dann Momo, ne? Er nennt sich dann im Kreis nicht Mohammed, er nennt sich dann Momo. Momo hat wieder 30 Telefonnummern klar gemacht. Ja? Subhanallah, Achi, du willst den Lob von den Leuten haben? Denke daran, Achi, wenn du etwas Gutes für Allah tust, dass Allah dich lobt bei seinen Engeln. Alhamdulillah, so müssen wir denken. So müssen wir denken. Und die nächste Sache ist es, was man wissen muss, das waren jetzt die zwei Punkte mit den Sünden. Und die dritte Sache ist, dass jede Sünde, wie gesagt, dein Herz verschmutzt und es dir immer schwerer fällt, die guten Taten zu machen. Und die vierte Sache ist, dass derjenige, der in dem Meer der Sünden schwimmt, ist wie jemand, du stehst am Meer und du hast einen Freund, der schwimmt in das Meer rein. Und der ist schon 10 Minuten geschwommen und du rufst ihn, hey, komm zurück. Und er sagt zu dir, warte, ich schwimme noch weiter eine halbe Stunde rein, dann schwimme ich zurück. Umso weiter er reinschwimmt, umso schwerer wird es zurückzukommen. Umso weiter er reinschwimmt, umso gefährlicher ist es, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er nie mehr zurückkommt. Und dass er ertrinkt in diesem Meer. Und so ertrinkt derjenige im Meer der Sünden. Wie viele Leute haben wir gesehen? Wie viele Leute haben wir gesehen, die erzählen, ja, ich fange mit 40 an. Wo sind sie heute? Es geht, stimmt, einige Leute sind zurückgekehrt, aber die breite Masse? Wo ist die breite Masse? Die breite Masse? Wie sind die gestorben? Muslime? Beten nicht, machen nichts, subhanallah. Und dann der Autounfall. Ja Mohammed, sag la ilaha illallah. Was sagt der? Wo ist meine Freundin? Musik, fängt an zu singen. Der fängt an zu singen nachher. Subhanallah, das ist deine Shahada? Ja Bruder, wir lachen jetzt. Aber was ist, wenn es heute soweit ist? Was musst du dann sagen? Was musst du dann sagen, wenn du tot liegst, im Sterben liegst und der Shaitan kommt zu dir und sagt, hey, vergiss das. Ist alles nur Einbildung.
gib kein Leben nach dem Tod. Oder er sagt zu dir, werde Christ. Oder der Scheitan sagt zu dir, werde Jude. Oder er sagt zu dir, komm, vergiss das. Im Islam darf der Mann 4 Frauen heiraten. Warum ist das so? Gib den Glauben auf. Stell dir vor, bist du dann standhaft, wenn du jetzt so lebst? Achi, niemals. 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 Deswegen musst du jetzt eine Möglichkeit finden, dich von diesen Sünden fernzuhalten. Diesen Weg zu gehen, zurückzuschwimmen an das Land. Wie machst du das? Allah sagt im Koran ganz klar. Sagt im Koran, diese Einleitung muss sein, damit man das richtig versteht, worum es geht. Ja, die Einleitung ist länger als der Hauptteil hier. Erste Sache, Allah sagt im Koran, über die Seele, bei dem, der die Seele gemacht hat, und dann sagt er, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Die Seele, derjenige, der sie reinhält, der wird erfolgreich sein. Und derjenige, der sie verkommen lässt, der wird scheitern. Das heißt, du musst sie reinigen. Und jetzt hat Gott in seiner Gnade, der Allmächtige Gott Allah, hat dir eine Möglichkeit gegeben. Und die steht vor der Tür. Und glaub es mir, wenn du das jetzt tust, was ich dir sage, ja, dann wirst du aus diesem Ramadan rausgehen. Du hast jetzt eine Freundin. Ja, du hast jetzt eine Freundin, du wirst rauskommen und sagen, ich will die nicht mehr. Ich will die nicht mehr. Du bist, gehst jetzt ins Spielcasino, du wirst rauskommen aus dem Ramadan, du wirst sagen, ich will kein Spielcasino mehr. Du machst jetzt schlechte Taten, du wirst sagen, ich will nur noch das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag. Wenn du das praktizierst, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Ramadan nicht gemacht, damit wir Hunger und Durst haben, sondern hat ihn gemacht, damit du dich erziehst. Er hat diesen Ramadan für uns bestimmt, damit wir auf dem richtigen Weg kommen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt. Glaubst du? Dann höre genau zu. Ist für dich. Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war. Damit du schon mal weißt, vorher, die haben auch gefastet. Isa a.s. hat auch gefastet. Musa a.s. hat auch gefastet. Warum? La'allakum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Das zeigt, dass Fasten im Ramadan führt zu Gottesfurcht. Das heißt, du gehst rein wie? Mit Iman. Ya ayyuhal ladhina amanu. Und wie kommst du raus? Mit Taqwa. Und wenn du Taqwa hast, du hast jetzt Probleme? Du hast jetzt Probleme, subhanallah. Mein Auto, mein Haus, meine Familie, mein dies, mein das, mein das, mein dies. Achi, ich gebe dir eine Lösung. Du kennst diese Hochzeiten immer, ja? Bei den Hochzeiten wird immer gesagt, einer spendet, ja? Und dann machen die alle für den Dua. Da muss man drauf hören, ja? Die spenden Geld und steht da vorne einer, oh, und Ahmed so und so hat 50 Euro gespendet und er wünscht sich Dua für euch. Hör mal, was die Leute sich wünschen. Du hörst immer, Gesundheit wünscht er sich, Haus, dies, Probleme, Arbeit, fast immer Gesundheit. Ich sage nicht, man kann keine Dua für Gesundheit machen, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, mach Dua für mich, dass Allah mich zu den Muttaqin macht. Habe ich noch nie gehört. Ach, ihr weißt, was das ist? Das ist ein Armutszeugnis. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, mach Dua, dass ich ins Paradies gehe. Der sagt Gesundheit. Was nützt dir Gesundheit, wenn du in die Hölle gehst? Mein Haus, meine Oma, mein dies, mein das. Denk mal an dich selber. Denk mal an dich selber, Achi. Was hast du gemacht? Wem hast du hier in diesem Land gewarnt? Subhanallah. Der sagt, warum sagt er nicht Muttaqin? Warum sagt er nicht, Allah, mach mich zu den Muttaqin? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so eine Dua gemacht. Wer sind wir? Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakiya anta khayru man zakka anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, gib meiner Seele Taqwa, Frömmigkeit und reinige sie. Subhanallah, achi. Warum macht das keiner? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wenn du Taqwa hast? Was sagt er über die, die Taqwa haben? Du hast Probleme? Wünsch dir Taqwa, hast du keine Probleme mehr. Weil dann wirst du mit allen Problemen klar. Was ist der Beweis dafür? Was ist der Beweis dafür? وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hätte. Das heißt, wenn du wirklich Taqwa hast, wenn du wirklich gottesfürchtig bist, du hast keine Probleme mit deinem Geld, mit deiner Arbeit, mit deinem Haus, mit deiner Gesundheit. Weil deine Krankheit wird dir nur zu was führen? Wird nur dazu führen, dass deine Sünden abgezogen werden. Und jetzt kommt die Möglichkeit. Faste nicht, damit du dich fühlst wie die armen Menschen. Das ist auch eine Weisheit. Nicht, weil dein Opa gefastet hat oder deine Oma, sondern damit du gottesfürchtig wirst. Wie machst du das? Wie machst du das? Stell dich an erstes, mache dir eine Liste. Oder die kannst du auch in deinem Kopf machen, in deinem Herzen. Was sind deine Fehler? Was sind deine Probleme? Du betest nicht, du hast eine Freundin, du gehst in die Spielhalle, je nachdem. Und sage dir, oh Allah, dieser Monat, ich will mich reinigen. Ich will mich reinigen von jedem Dreck. Von jedem Dreck, der meine Seele angegriffen hat, der mein Herz angegriffen hat. Und dann gehst du in diesen Ramadan rein. Und du musst dir wünschen, von dem Weg wegzugehen. Und du gehst rein und du fängst an zu fasten. Und du sagst, in diesem Monat mache ich keine einzige Sünde. Und wenn du eine Sünde machst, komm wieder zurück. Versuch weiterzumachen. Keine Freundin, Nummer wird gelöscht. Ramadan hier. Kein Anruf, kein nichts. Glaub mir, nach dem Ramadan, entweder die ist Muslimin geworden, wenn du Dua für sie gemacht hast, kannst du sie heiraten. Oder der ist weg und du hast was Besseres gefunden. Alhamdulillah. Also nicht unbedingt im Ramadan, aber trotzdem. Wenn du nicht betest, Achi, das ist die größte Katastrophe. Manche Leute sagen, ja, ich bete nicht, weil aufzuhören zu beten ist schlimmer als gar nicht zu beten. Wer hat das erzählt? Hat der Satan das erzählt? Wo steht das? Gib mir einen Hadith, gib mir eine Aussage vom Propheten, wo steht, zu beten und aufzuhören ist schlimmer als gar nicht zu beten. Wo steht das? Außerdem, Bruder, du fängst nicht an zu beten, um aufzuhören, sondern du fängst an zu beten, um weiterzumachen. Und außerdem, wenn du jetzt anfängst zu beten und sagst, okay, ich fange heute an zu beten, was ist, vielleicht bist du morgen tot. Alhamdulillah, du hast gerade angefangen zu beten, Allah akzeptiert deine Toba vielleicht. Also welcher Satan kommt und sagt, ja, warte. Oder der nächste Satan, der sagt zu dir, ja, fang nicht an zu beten, weil wenn du schlechte Taten machst und du betest, das ist schlimm. Ach, die schlechte Tat ist sowieso. Du trinkst, du hast eine Freundin, dann darfst du nicht beten. Wo steht das? Hadith. Gib mir den Hadith. Wer hat das gesagt? Wo hat der Prophet das gesagt? Den Hadith gibt's, ja. Wisst ihr, von wem? Vom Satan ist dieser Hadith. Und der ist unter den Menschen, der ist leider unter uns verbreitet. Deswegen beten so viel, ein großer Prozentsatz der Jugendlichen nicht. Weil die sagen, ich mache schlechte Taten, dann kann ich nicht beten. Deswegen beten die nicht. Achi, ich sage dir eine Sache. Was ist schlimmer? Alkohol zu trinken und eine Freundin zu haben oder nur eine Freundin zu haben und keinen Alkohol zu trinken? Was ist schlimmer? Antwort. Beides ist schlimm. Ich meine, was ist schlimmer? Alkohol zu trinken und eine Freundin zu haben? Oder machen wir es anders, damit es leichter wird? Alkohol trinken und Kokain ziehen? Oder nur Alkohol trinken und nicht Kokain ziehen? Was ist schlimmer? Was schlimmer ist, nicht was Schlimmes. Alkohol und Kokain ist schlimmer als nur Alkohol, ja? Okay, ist einer anderer Meinung? Okay, wir sind einstimmig dieser Meinung. Okay, nicht zu beten ist schlimmer als Alkohol, Kokain und Haschisch. Alles zusammen. Nicht beten ist eine größere Sünde als Alkohol, Kokain. Kannst du lieber jeden Tag voll besoffen sein. Ach, nicht beten, weiß das Allah, das ist der Unterschied von Ismail, Iman und Kufa. Der erste Grund, was diejenigen sagen, die nicht beten, die in die Hölle gehen, die werden gefragt. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Die fragen sich, die Paradies fragen sich über die Mujrimin, über die Übeltäter. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch in die Hölle stürzen lassen? Was ist die erste Antwort? Wir haben nicht an Allah geglaubt. Wir haben Kokain gezogen, wir haben Alkohol. Nein, die erste Antwort ist, lem nekum min al musallin. Wir gehören nicht zu den Betenden. Das ist die erste Antwort. Was hat der Prophet sallam? In ahdu ladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman taraka faqad kafar. Die Abmachung zwischen mir und ihnen ist das Gebet. Wer es verlässt, der wird ungläubig.
was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Zwischen dem Mann und zwischen dem Schirk und dem Kuffer, die Sünde für ewig in die Hölle bringen, steht die Unterlassung des Gebets. Was hat Abu Darda, einer der großen Gefährten des Propheten? Was sagt Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, einer der großen Gefährten des Propheten? Man taraka salata fala dina la. Wer das Gebet verlässt, hat keine Religion. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Mushrikun, über die Götzendiener? فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauber machen, Reue und das Gebet verrichten und die Zakat geben, dann sind sie Brüder im Glauben. Das heißt, welcher Schlauberger hat erzählt, es ist schlimmer zu beten und eine schlechte Tat zu machen, als Dings. Wenn du Heuchler bist, okay, ist noch schlimmer. Aber diese Sünde ist eine Sünde, wo die Meinungsverschiedenheit ist zwischen den Gelehrten, ob du in die Hölle gehst und rauskommst oder ob du in die Hölle gehst und nie mehr rauskommst. Für Ewigkeit. Das heißt, wenn du nicht betest, dann fang in diesem Ramadan an, Achi. Fang in diesem Ramadan an, Achi, Ukhti, zu beten. Nicht einmal am Tag, nicht zweimal am Tag, fünfmal am Tag. Solltest du es vergessen haben, weil du noch zu schwach bist, dann bete die nach, wenn du es vergessen hast. Nicht, dass du sagst, okay, dann bete ich abends, bete ich einmal in der Woche alle Gebete zusammen, 35 Gebete, ja. Nein, in diesem Moment, weil es kann sein, du vergisst was, Alhamdulillah, aber mach. Erster Schritt, beten, alle Sünden verlassen. Versuche den Staub der Sünde nicht zu berühren in diesem Ramadan. Wenn du so reingehst und dann, was hast du im Ramadan für eine Chance? Dieser Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, das große Missverständnis, was viele Leute haben, ist, da diesen Spruch hört man oft, dass subhanallah, als ich den ersten Ramadan mitgemacht habe, ja, also als ich das erste Mal gefastet habe und so einen Ramadan erlebt habe als Muslim, kam jemand zu mir aus einem bestimmten islamischen Land, der meinte zu mir, machst du auch Ramadan? Ich meinte zu ihm, wenn ich kein Ramadan mitmachen würde, also wenn ich nicht fasten würde, da würde ich mich nicht Muslim nennen. Guck mal, das ist so ganz selbstverständlich. Jemand sagt, er ist Muslim, ja, ich faste nicht, bete nicht, mach gar nichts. Freundin, ach ja, kann man alles so sehen. Guck mal, wo wir gelandet sind, Achi. La ilaha illallah. So, was ist an diesem Aussage falsch? Machst du Ramadan? Wie machst du Ramadan? Das heißt, fastest du im Ramadan? Machst du Ramadan? Ramadan ist ein Monat. Du sagst auch nicht, machst du Dezember? Oder machst du Januar? Ramadan ist ein heiliger Monat. Und wie wird dieser Monat verbracht? Dieser Monat, Allah vermehrfacht die guten Taten. Und Allah vermehrfacht die Sünden. Das kann sein, du gehst in Ramadan, kommst mit mehr Sünden raus als vorher. Aber dieses Fasten. Und was machst du tagsüber? Tagsüber fastest du. Von kurz vor Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Warum? Weil Allah dies befiehlt. Und wenn du dies machst, wenn du diesen Ramadan gehst, du reinigst dich. Was sagt der Prophet? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanen wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet, im Glauben und in der festen Erwartung, das heißt diesen Lohn zu bekommen, dem wird Allah die Sünden verzeihen, die vorher gekommen sind. Dann, was machst du abends? Weil manche Leute, die denken wirklich tagsüber, ne, Fasten und abends kannst du machen, was du willst. Weil die sagen, machst du Ramadan, dadurch denken die, Ramadan wäre Fasten. Nein, Ramadan ist ein Monat. 29 bzw. 30 Tage mal 24 Stunden. Nicht 7, 8 Stunden tagsüber und nachts dann in die Disco gehen und den Bär machen. Was ist abends? Was ist abends? Abends gehst du zum Tarawih-Gebet und du gehst jeden Tag zum Gebet. Wäschst dich vor dem Gebet, gehst zu dem Gebet und du gehst in die Moschee nicht, weil du dann mit ein paar Leuten labern kannst, sondern du gehst dahin, weil du sagst, Allah, ich will, dass du mich von allen Sünden reinigst. Und Allah, ich will, dass du mich recht leitest. Was sagen wir in jedem Gebet? Achi, 17 Mal am Tag in jedem Raka sagen wir, Ihdina Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg. Warum sagt der Prophet, man lam yakra bi fatih al-kitab, la salata li man lam yakra bi fatih al-kitab. Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Warum sagt der Prophet das? Warum hat Allah nicht die Sure bestimmt? Kul hu Allahu ahad. Die ein Drittel vom Koran in ihrer Bedeutung hat. Warum müssen wir die nicht in jedem Rakat lesen? Wir müssen die Fatiha lesen. Warum? Weil die Rechtleitung brauchst du von Allah.
Deswegen in dieser Sure betest du Allah um Rechtleitung. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Hadith? Ya ibadi, o meine Diener, kullukum dalun, ihr seid alle irregehend. Alle! Kullukum! Ihr seid alle irregehend. Was heißt irregehend? Alle in der Hölle. Alle in der Hölle. Illa man hadaytu. Außer der, den ich recht leite. Außer der, den ich recht leite. Ach so, ja, okay. Hoffentlich leitet Allah mich recht. Nein. Wie kannst du das? Was führt dazu, dass Allah dich recht leitet? Was sagt Allah? Was ist die Lösung, dass du der Hölle entkommst? Allah sagt, fastahdun yahdikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch recht leiten. Deswegen im Ramadan, die Nächte sind gesegnet. Du stehst in der Nacht, 12, 11 Rakats, von mir 20 Rakats, ja? Stehst in der Nacht und bittest Allah, wenn du im Sujud bist, wenn du in der Nacht aufstehst vor Suhur, du bittest Allah, oh Allah, Allah kommt zum untersten Himmel und sagt, wer bittet mich, dass ich ihm gebe, wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm vergebe. Und in dieser Nacht ist es noch wahrscheinlicher. Alhamdulillah, und du machst diese Sachen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Und du wirst als ein neugeborener Mensch rauskommen und du wirst mit Taqwa rauskommen, mit Gottesfurcht. Und du sagst zu Allah subhanahu wa ta'ala, leite mich recht. Leite mich recht, weil ansonsten, wer will dich sonst recht leiten? Erste Sache, Fasten. Zweite Sache, die Gebete in der Nacht. Dann, was sehr wichtig ist, woran man denken muss, ist, dann wie gesagt, die ganzen Sünden verlassen, sich vorher merken, was man an Sünden macht und diese Dua praktizieren. Ja? Dann, was ich noch empfehlen kann, ist Etikaf. Die letzten 10 Tage, dass man in der Moschee bleibt, in der Moschee übernachtet. Und sich nur mit Dhikr beschäftigt, nur an Allah denkt. Weil das ist das Trainingslager. Wenn jemand zum Beispiel bei seinem olympischen Sportler, der geht zu einem Ereignis, der geht zum Beispiel, es gibt Olympische Spiele, ja? Der fährt vor in ein Trainingslager. In diesem Trainingslager trainiert er unter erschwerten Bedingungen. Dadurch ist nachher bei leichteren Bedingungen ist es viel leichter für ihn. Im Ramadan werden die großen Satane gefesselt. Deswegen ist dein Hauptfeind deine Nefs. Und es müsste leichter sein für dich, gute Taten zu machen. Deswegen im Ramadan trainiere. Weil wenn du es im Ramadan schaffst, nicht zu gucken, du sagst, ich will, dass mein Fasten angenommen wird,